Ja, willkommen zurück zu Medizintechnik 2. Das ist jetzt der letzte Teil unserer Systemtheorie-Vorlesung und wir wollen uns heute noch mal ein bisschen mit Sampling beschäftigen. Hier Sampling, um was geht's? Also letzter Teil. Es geht natürlich um die Abtastung von einem Signal. Wir wollen also jetzt ein kontinuierliches Signal in den Rechner transformieren. Nun, wie passiert das? Naja, also ich muss jetzt quasi diskret an einzelnen Stellen abtasten. So, jetzt stellt sich die Frage, ja, wo taste ich denn jetzt ab? Wie häufig taste ich denn ab? Und da hilft uns jetzt die ganze Systemtheorie, die wir gesehen haben. Und die lässt sich jetzt wirklich nutzen, um eindeutig zu sagen, wie häufig ich abtasten möchte. Ich muss also diese Abtastrate bestimmen. Ich muss quasi angeben, wie oft ich mir einen Wert merken muss, damit ich dieses Signal vollständig und ohne Verlust im Rechner speichern kann. Ja, und dazu gibt es das sogenannte Sampling-Theorem. Das beschäftigt sich jetzt quasi damit, wie ich jetzt so ein Signal abtasten kann, ohne dass ich irgendwas kaputt mache und das wirklich vollständig darstellen kann und im Zweifelsfall dann auch wieder in die kontinuierliche Welt aus dem diskreten, also aus dem Computer, wieder in die kontinuierliche, in die echte Welt bringen kann, ohne dass ich was verloren habe. Und das sagt uns das Abtasttheorem. Und tatsächlich ist das eigentlich relativ einfach zu verstehen, weil wir ja uns schon darüber unterhalten haben, dass so ein Signal im Idealfall eine maximale Frequenz hat. Diese maximalen Frequenzen gibt es auch. Und zwar können wir diese maximalen Frequenzen ermitteln, nämlich an uns. Das Limit, das uns diese Bandbeschränkung bringt, das liegt an der Limitiertheit von uns Menschen. Menschen hören bis 22 Kilohertz. Kein schnelleres Signal kann von einem Menschen wahrgenommen werden. Und wenn wir jetzt tatsächlich Kurven hätten, die wir falsch abtasten, dann würde sogenanntes Aliasing entstehen. Also wenn ich zum Beispiel eine Sinuskurve hier abtasten möchte und die rote Kurve ist die, die ich tatsächlich abtasten möchte, und ich aber jetzt nur an den schwarzen Stellen immer hineingreife, also die falsche Abtastfrequenz, die falsche Abtastrate wähle, dann passiert das Folgende: Ich kriege die schwarzen Punkte. Und wenn ich jetzt versuche, die schwarzen Punkte wieder in eine Sinuskurve zu übersetzen, kriege ich plötzlich die blaue gestrichelte Linie. Und das ist natürlich die völlig falsche Frequenz. Nun, wo kommt das her? Naja, wir haben die falsche Abtastfrequenz. Tritt das jetzt nur mit solchen Sinuskurven auf? Nee, wir können sowas auch relativ gut visualisieren. Und was wahrscheinlich jeder von euch schon mal beobachtet hat, ist eine rotierende Scheibe, die ein entsprechendes Muster draufgezeichnet hat. Zum Beispiel kann man es auch sehr gut an Rädern sehen, die rotieren. Bis zu einer gewissen Geschwindigkeit drehen die sich immer schneller und immer schneller und immer schneller. Und irgendwann drehen sie sich schneller, als unsere Wahrnehmung möglich ist, das aufzulösen. Und dann passiert was ganz Verrücktes. Scheinbar dreht sich das Rad rückwärts. Naja, das Rad dreht sich natürlich nicht rückwärts, sondern es ist nur noch schneller geworden. Aber wir kommen mit der Abtastrate nicht mehr hinterher. Das heißt, wir kriegen eine Frequenz, die wir nicht gewohnt sind, die wir nicht erfassen können. Und wir rekonstruieren dann einfach eine völlig falsche Frequenz. Und das ist genau das Aliasing, das wir hier in diesen beiden Kurven sehen. So, also wie vermeide ich das? Naja, wir tasten halt mit allen Frequenzen ab, die entsprechend notwendig sind. Und was sagt uns, was notwendig ist? Dafür gibt es Gott sei Dank das sogenannte Nyquist-Shannon-Sampling-Theorem. Das ist etwas, was ihr, wenn ich euch nachts wecke, muss das kommen. Wie hoch muss die Abtastrate sein? Ja, die Abtastrate muss doppelt so hoch sein wie die höchste Frequenz im Signal. Weil, wenn ich quasi zweimal reingreife und eine Sinuskurve habe und ich quasi innerhalb von einer Wellenlänge dieser Sinuskurve zweimal reingreife, dann kann ich garantiert auch die richtige Sinusfrequenz rekonstruieren. Das ist Nyquist-Shannon, kann man auch ein bisschen ausführlicher und auch deutlich mathematischer herleiten, dass das tatsächlich so ist. Für uns praktisch ergibt sich, dass sich dann damit Abtastfrequenzen bestimmen lassen, die eben uns
eindeutig und verlustfrei Signale für unsere menschliche Perzeption digitalisieren lassen. Als Menschen hören wir bis zu 22 Kilohertz. Und wenn ihr, vielleicht erinnert ihr euch noch dran, als ihr kleine Kinder wart, haben die Leute noch so silberne Scheiben hier, solche Dinger hier benutzt. Da konnte man digital Musik verlustfrei drauf speichern. Kennt heute kein Mensch mehr, ist heute ersetzt worden durch entsprechende Streamingdienste und MP3-Player. Ja. Aber diese Dinger hier, die wurden mit 44,1 kHz abgetastet, weil 22 kHz können wir hören. 44,1 ist so ein kleines bisschen noch drüber über der doppelten Frequenz, was wir maximal hören können. Also ihr seht schon, diese Abtastraten, die brauchen wir nicht nur in der Bildgebung, sondern die brauchen wir in ganz, ganz vielen verschiedenen Signalen und Systemen, um eben garantiert verlustfrei Dinge digitalisieren zu können und dann auch wieder synthetisieren zu können. Was ihr vielleicht eher kennt, ist, dass Apple mal mit dem sogenannten Retina-Display Werbung gemacht hat, was heute quasi in allen Smartphones drin ist. Das sind tatsächlich Pixel, die so klein sind, also deren Frequenz so hoch ist, dass sie vom menschlichen Auge nicht mehr aufgelöst werden. Wir können also auch hier für Displays bestimmen, wie klein Pixel sein müssen, damit wir keine einzelnen Bildpunkte mehr sehen. Pixel kennt ihr wahrscheinlich auch nur von irgendwelchen Retro-Games und sowas. Das ist etwas, mit dem ihr so gut wie gar nicht mehr zu tun hattet, wenn ich richtig informiert bin. Ja, ich natürlich als alter weißer Mann bin noch mit solchen Sachen aufgewachsen. Also ich kenne tatsächlich noch Pixel und diese silbernen Scheiben, die heute wahrscheinlich nur noch für Dekoration an Weihnachtsbaum gehängt werden, wenn sie überhaupt noch irgendeinen hat. Okay. Das war's im Prinzip mit unserer Vorlesung über die ganze Systemtheorie. Also ihr habt Glück, durch den mathematischen Käse sind wir jetzt im Prinzip durch. Für die, die sagen, oh, das war mir jetzt nicht mathematisch genug, schaut nochmal in unser Buch, da ist alles nochmal genauer aufgeschrieben im Kapitel Systemtheorie. Und natürlich auch gut, Einführung für die, die es halt auf Deutsch haben möchten, Einführung in die Systemtheorie in der Elektrotechnik und Informationstechnik, auch ein sehr, sehr schönes Lehrbuch, in dem das alles nochmal im Detail beschrieben ist und auch die Mathematik nochmal genauer analysiert wird. Für euch als Weg im zukünftigen Studium, Fourier-Transformationen, Faltung und so weiter, ganz wichtige Bausteine, die euch auch noch eine ganze Zeit lang begleiten werden. Und ich hoffe, dass ihr deswegen, weil in dieser Vorlesung ich euch so begeistern konnte von der ganzen Systemtheorie, dass ihr jetzt auch mit Freuden euch die ganze Mathematik zu Fourier-Transformationen, Faltungen und so weiter anseht. Und natürlich sind das auch Konzepte, die ihr braucht, wenn ihr einen CT-Scanner bauen wollt, wenn ihr einen MR bauen wollt. Wir kommen immer wieder auf diese fundamentale Mathematik zurück. Und wir werden es jetzt auch gleich in der Bildverarbeitung sehen, die wir in der nächsten Vorlesung machen. Auch da kommen ständig Signale und Systeme vor. Ihr werdet aber auch sehen, dass wenn wir mal im Diskreten sind, dass wir häufig solche Bilder dann auch relativ einfach falten und verarbeiten können. Aber das besprechen wir dann in den nächsten Videos. So, bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Und ihr könnt natürlich dann, was euch gestört hat, in die Evaluation schreiben. Bitte jetzt nicht unbedingt mit Beschimpfungen arbeiten. Mich würde wirklich interessieren, ob sich die Mühe mit dem Videoschnitt und das nochmal ordentlich zu produzieren gelohnt hat oder ob euch eine klassische Vorlesung vielleicht lieber gewesen wäre. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und wir sehen uns in der nächsten Vorlesung. Vielen Dank.